und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Kundendettelpass bzw. Herausforderungen. Heute geht es um eine etwas ungewöhnliche Herausforderung, und zwar ist es eine seltene Herausforderung für 70 EP, erste Menschen besiegen. Dazu muss man sagen, es gibt eine Schmiede der ersten Menschen, da befinde ich mich jetzt gerade, und alles Weitere erkläre ich euch gleich. Ich stehe nämlich genau hier, und zwar ist das bei F6. Wenn ich mal hier so ein bisschen ranzoome, Schmiede der ersten Menschen wurde dann hier aufgedeckt, beziehungsweise das habe ich mir hier als Markierung, glaube ich, hingesetzt. Ja, und so sieht diese Schmiede aus. Und wenn ihr nun hier in der Umgebung dieser Schmiede euch ein bisschen umsieht, da hinten zum Beispiel ist schon einer, da sind diese Skelette hier. Das sind, ich sag mal, tote Menschen. Das sollen die ersten Menschen sein. Wenn ihr die einfach besiegt, dann habt ihr halt den Fortschritt weitergemacht. Die stehen hier immer mal wieder so zwischendurch ein bisschen rum. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Die sind natürlich etwas stärker. Aber wie gesagt, wir sind jetzt natürlich gerade im Admin-Modus unterwegs, damit wir euch die mal alle zeigen können. Ich glaube, hier rum, also immer so ein bisschen im Kreis um die Schmiede selber rum müsste man gucken. Den haben wir gerade erledigt. Dann gehen wir einfach da hinten weiterhin. Da kommt schon ein Hirsch raus. Da sollte theoretischerweise auch nochmal einer drin stehen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, der zählt auch dazu. Das ist ein erster Mensch, der ein bisschen größer und ein bisschen stärker war. Wobei ein bisschen wahrscheinlich untertrieben ist. Können wir hier nochmal so ein bisschen verzweigt gucken. Nicht zu weit wegbewegen von der Schmiede. Das ist schon wieder im äußeren Bereich. Das ist nämlich falsch. Also 5 haben wir jetzt gerade auf jeden Fall schon mal gefunden. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob hier viel mehr sind. Zur Not müsst ihr dann einmal warten, bis die dann alle respawned sind, um die dann nochmal zu erledigen. Ich schaue nochmal eben hier hinten in der Ecke nach. Nee, aber hier ist sonst auch keiner mehr. Ja, so wie es aussieht, sind hier wohl nur 5 Leute. Ihr könnt natürlich gerne noch ein bisschen weitläufiger absuchen. Wie gesagt, wenn die dann einmal respawned sind, nochmal einmal komplett alle weghauen. Und dann habt ihr das Ganze natürlich auch erledigt, weil ihr insgesamt 10 machen musstet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut euch auch gerne meine anderen Battle Pass Videos an. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.